Wir haben natürlich eine Exit-Orientierung, das ist eingebaut letztlich in dem Auftrag, den wir letztlich ausführen im Sinne der Investoren, die wir haben. Wir wollen Produkte, die sich global skalieren lassen. Tendenziell ist es aber in der Tat so, wenn jetzt ein Team kommt und sagt, wir haben jetzt nur ein Produkt für Berlin am Markt, ja, aber übertrieben gesagt, ist das für uns nicht so interessant, weil es einfach nicht so groß werden kann. Und das ist also ein Thema. Wir wollen natürlich große Märkte adressieren und dann auch, ich will nicht sagen unendlich, aber eine große Skalierungsmöglichkeit. Weil wir, wenn wir investieren, dann verkaufen wir ja nach 5, 6, 7 Jahren, wenn wir rausgehen, wollen wir ja, dass das jemand dann kauft oder die Börse das akzeptiert als gutes Wachstumsunternehmen, was danach eben nochmal jahrelang weiter wachsen kann. Das ist der Gedanke dahinter bei dem Thema. So, und dann gibt es aber natürlich viel mehr andere, also im Sinne von Spreu vom Weizen trennen, da gibt es natürlich viele andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Das Team spielt eine große Rolle, wie gut ist das Team wirklich aufgestellt, was hat das Team für ein Background, wie hungrig ist das Team wirklich, wie divers ist es aufgestellt, wie kann es global agieren wirklich. Also es gibt da viele, viele weitere Punkte noch, die wir dann abhaken, bis hin zum Produkt letztlich, weil wir sind ja dann darauf aus, immer das, achten Sie auf das Produkt, was kann das Produkt wirklich, wie ist es besser als andere Produkte, ist es jetzt nur eine inkrementelle Verbesserung, die jeder irgendwie hinkriegt, oder ist es wirklich ein Sprung, der nicht so leicht zu kopieren ist oder von anderen eben, wo andere nachziehen können, weil letztlich kopieren natürlich alle, wenn irgendwas da ist, dann wird es kopiert, das ist auch ein Punkt. Und wir gucken schon darauf natürlich, wo der Wettbewerb ist. Und wenn wir feststellen, hier kommt jemand und sagt, er hat ganz tolles Neues entdeckt und wir stellen fest, in den USA gibt es schon 5 gut gefundete Unternehmen, da sind wir eher zurückhaltend. Und heute ist die Situation eigentlich auch so, dass es nicht mehr so, dass Deutschland aus den USA kopiert, es geht in alle Richtungen. Und ich würde es gar nicht erst kopieren, klingt so negativ, kopieren bezeichnen. Letztlich dadurch, dass die Innovationen eigentlich demokratisiert worden sind, dadurch, dass man kein Geld mehr braucht, um irgendwie ein Produkt auf den Markt zu bringen. Weil wenn man einen Tech-Background hat, dann kann man eine App entwickeln, relativ einfach. Nachts oder am Wochenende, kann man neben dem Job machen. Das kann jeder letztlich, der coden kann. Das heißt, damit haben wir eine gewisse Demokratisierung und jeder kann eigentlich irgendwas was bauen. Und das passiert auch. Das heißt, wir sehen, wenn Themen neu sind, dann sehen wir das nicht so, dass ein Thema kommt und dann ist es das Thema, was neu ist, sondern ähnliche Themen, werden überall auf der ganzen Welt entwickelt von allen möglichen Leuten. Und unsere Aufgabe ist fast sogar ein bisschen schwieriger geworden, weil wir gucken müssen, welches ist denn von denen das Richtige oder das Interessante. Es geht nicht nur so, die Innovation anzugucken und sagen, Mensch, da passiert ja was, plötzlich kommt da Insurance-Tech-Unternehmen, sondern die Frage ist bei uns immer, okay, welches von diesen 20, 30, die es da jetzt irgendwie gibt, global, ist denn das, dem wir zutrauen, dann auch vielleicht wirklich den Durchbruch zu schaffen? Das hat sich da schon deutlich verändert, was gut und schlecht ist. Gut eigentlich, weil es hier breiter ist, gibt viel mehr, die Unternehmer tätig werden können auch letztlich in der digitalen Zeitalter. Gerade mit den mobilen Endgeräten letztlich hat jeder eine Plattform, mit der er Produkte launchen kann. Was es eben vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch nicht gab. Ja? 10 Jahre iPhone jetzt. Das heißt, jetzt geht das. Und für uns ein bisschen eben die Schwierigkeit mehr daraus entsteht, dass wir eben dann gucken, viel breiter gucken müssen, wo diese Dinge entstehen. Weil die können eben von allen Ecken kommen. Man kann sich nicht mehr gewiss sein, dass man irgendwie auch einen Vorsprung lange hat, weil man weiß ganz genau, selbst wenn wir hier investieren, muss das Team eben auch schon so gut sein, dass es auch den Vorsprung behält dann zu anderen, die dann parallel entstehen. Es muss das Startup wissen, dass wir irgendwann raus wollen. Und wir raus wollen heißt ja nicht unbedingt, dass das Unternehmen zu Ende ist oder dass es nicht mehr weitergeht oder der Gründer nicht mehr weitermachen kann. Weil selbst wenn wir verkaufen, ist es meistens so, dass der Gründer oder das Gründerteam noch weitermacht. Wenn wir in die Börse gehen, dann sowieso ist es eingebaut, dass da irgendjemand was weitermachen muss. Also das heißt, also das ist nicht unbedingt jetzt ein Ende irgendwie der ganzen Geschichte. So muss man das auch sehen. Und ich glaube, keiner von uns, zumindest der Professionellen, denkt jetzt irgendwie in so kurzen Zeitraum, dass man sagt, wir müssen nach einem Jahr wieder raus. Also das ist, glaube ich, jedem klar, dass man da im längeren, weiß ja eh jeder, 5, 6, 7 Jahre irgendwo das begleitet, das Thema. Aber in der Tat, das ist schon ein Teil der ganzen, auf das, was man sich da einlässt. Das ist eben nicht so dieses alte blutscholle Erde-Denken, dass man eben das Unternehmen mit ins Grab nehmen kann oder vererben kann. Da sind wir nicht der richtige Partner. Das muss man einfach wissen. Wenn das jemand will oder ein Team will, dann muss man sich andere Quellen suchen. Da ist Venture per se einfach nicht das richtige Finanzierungsinstrument. Investoren haben jetzt keinen Bezug zu den Unternehmen in vielen Fällen. Es gibt Ausnahmen, wo wir strategische Investoren haben, im Fonds auch, die wiederum Interesse haben, auch zu sehen, was passiert an der Innovationsfront und wo wir wiederum Interesse dann haben, letztlich einen guten Zugang zu bekommen, um eben dem Portfolio einen Support zu geben.
Weil wir verstehen Venture Capital eben als nicht nur Geld geben, sondern als Service für Unternehmer eigentlich. Und wir, die Gründer von Early Bird, haben alle einen unternehmerischen Background. Wir haben alle selbst das eigenes aufgebaut. Das heißt, wir können da auch ganz gut sozusagen sprechen, auf Augenhöhe in Anführungsstrichen, weil wir eben ähnliche Dinge mal, Schwierigkeiten, kurz vorm Abgrund stehen, kein Geld mehr haben und so. Das kennen wir irgendwo aus der eigenen Erfahrung. Und das hilft natürlich auch in der Unterstützung. Und die guten Unternehmer, die suchen eigentlich auch nicht nur Geld. Die suchen eigentlich genau diesen Support, also dieses Netzwerk, diese Unterstützung. Das ist eigentlich das, was die suchen. Das ist also auch, kann man auch lange zurückverfolgen in den USA. Die erfolgreichen Dinge sind immer entstanden eben auch in der Zusammenwirkung von einem guten Unternehmerteam mit eben guten Investoren, die entsprechend auch Weichen gestellt haben, die Verbindungen hergestellt haben, die den Weg vielleicht zum Exit geebnet haben, indem man halt da mal irgendwie die richtige Intro gemacht hat. Also das ist schon mehr als jetzt eben nur das Geld geben, weil das Geld kriege ich auf einer Sparkasse und da hilft mir keiner. Also wenn ich es überhaupt kriege, meistens kriege ich nicht, aber simpel gesprochen, da passiert nichts. Und Venture ist eben schon mehr als eben nur das Geld und ist eben ganz stark eben diese Komponente. Und die guten Unternehmer, die verstehen das genau auch. Und die guten Erfolgreichen können sich ja sowieso aussuchen, wer sie finanziert. Und da suchen sie eben den aus, der eben in dieser Richtung am meisten Support bieten kann. Die meisten Überraschungen sind auf der Teamseite, weil meistens funktionieren eben Teams nicht. Also die 80% der Gründe für letztlich Abschreibungen bei uns sind Teamprobleme. Alle Arten. Team zerstreitet, Team wird krank, Team betrügt, also alles Mögliche haben wir schon erlebt und in der Zwischenzeit noch lange am Markt jetzt. Also alles wirklich schon. Und das sind so die Überraschungsmomente, die man dann erlebt und wo wir auch immer wieder in der Tat uns fragen, kann man das irgendwie im Vorwege feststellen? Kann man besser werden in der Beurteilung von Teams? Und das ist nach wie vor schwierig. Also es gibt kein Rezept dafür, wie man das rausfinden kann. Man kann das versuchen wir halt eine gewisse Zusammenarbeit mit dem Team zu machen in der Vorphase, ohne jetzt irgendwie den Prozess rauszuziehen, aber einfach früh kennenlernen. Deswegen lernen wir eben auch gerne Teams früh kennen, um zu gucken, wie entwickeln die sich dann, machen die das, ja? Also gesagt, getan, roh, wie ist die gesagt, getan Quote, ja? Also kommen die Dinge wirklich, die man da versprochen hat oder geplant hat. Da kann man so ein bisschen Gefühl entwickeln, aber das trotzdem bleibt immer noch letztlich der menschliche Unsicherheitsfaktor in Anführungsstrichen oder der ist ja gar nicht Mensch, weil es nicht ein Mensch ist, sondern es ist ja immer ein Team. Und das ist nochmal komplexer als ein Mensch, den man beurteilen muss vielleicht oder sagen geht, ob man einstellt oder nicht einstellt. Aber so ein Team ist so hart, aber andere Dynamik und es verändert sich eben auch, weil die Unternehmen sich auch verändern ganz schnell. Das heißt, Team fängt an zu dritt, viert, fünft und dann sind es irgendwann 15, 50, 100 und das hat eben eine irre Dynamik letztlich, die damit entsteht. Plötzlich mit mehr Verantwortung, mit mehr Druck auch, mit einer Verlagerung letztlich von ich kümmere mich ums Produkt zu ich muss jetzt plötzlich ein Team managen. Das wird immer größer, das Team. Ich muss plötzlich auch mit Investoren reden, ich muss plötzlich auch mit der Presse reden und sie kommen ja alles andere Dinge dazu, die man gar nicht vorher so vielleicht erfahren hat und also keine Erfahrung hat da drin und mit dem man vielleicht gar nicht so gut umgehen kann. Da wird noch viel mehr passieren. Und man muss, glaube ich, unterscheiden einmal zwischen der Technologie, die dahinter steht, also der Blockchain-Technologie, was ja nichts letztlich ist, eine letztlich Architektur, die es erlaubt, zurückverfolgen und letztlich die Fälschungssicherheit erlaubt von gewissen virtuellen Gütern. Das ist es ja eigentlich. Und das Thema der Kryptowährung, also der Bitcoins, der Litecoins, Ethereum und so weiter. Und da ist natürlich, kann man sagen, das ist ein bisschen wie Gambling schon, muss man sagen. Da ist eben natürlich ein Hype drin, da ist eine wahnsinnige Volatilität drin, da werden Wallets gehackt, wird Geld verschwindet, Geld, diese Dinge passieren da. Ist aber auch natürlich, weil das Ganze relativ neu ist, passieren solche Dinge auch, muss man sagen. Und da in dem Fall kann man sagen, da ist sicherlich eine gewisse Blasenbildung immer wieder drin, dann geht es mal wieder hoch, geht es wieder runter, das passiert einfach. Aber die darunterliegende Technologie, die ist eigentlich noch viel mächtiger als jetzt nur bezogen auf Kryptowährungen, also Währungen, die man irgendwie neu schaffen kann. Die ist wahnsinnig groß. Da glaube ich stark daran, dass das erst ganz am Anfang ist. Aber es gibt so wahnsinnig viele Anwendungen und so wahnsinnig viele Ineffizienzen in vielen, vielen Bereichen, ganzen Vertragswerken, wo viele Leute drin arbeiten, wo man es viel leichter hätte, wenn die eben letztlich tokenized wären, letztlich, also irgendwo auf Krypto basieren würden, wo dann Regeln eingebaut werden, wer was dazu beitragen muss und wann sowas fertig ist und was passiert auch danach, wenn so ein Vertrag erfüllt ist. Kann alles automatisch passieren. Da braucht man keinen mehr, der sich darum kümmert. Also Stichwort Versicherung. Im ganzen Bankenbereich gibt es wahnsinnig viele Leute, die sich beschäftigen mit im Handel von Wertpapieren, die zwischendurch halt gewisse Dinge tun müssen. Verifizierung von jemandem,
gucken, ob das Geld auf ihrem Konto eingegangen ist, gucken, von wem das kommt und so weiter. Brauchen wir alles nicht mehr. Kann man komplett eigentlich einstampfen, wenn man eben diese Technologien anwenden würde für solche Themen. Und ich glaube, da ist das Feld riesig noch und da wird viel passieren. Also da sind wir sehr, sehr bullish letztlich, dass da große Dinge sich verändern werden und viele, ich sag mal, Stufen in der Wertschöpfung, auch die heute in normalen Businesses, ja, vom Hauskauf alleine, ja, Grundbucheinträge, kann man alles letztlich mit dieser Technologie optimieren und viel effizienter machen. Ja, man braucht keine Notare mehr eigentlich. Überflüssig, komplett für gerade so Grundbuchthemen. USA, Riesenindustrien, die sich mit gerade auch beim Thema Grundstücken oder Gebäuden mit Title Search beschäftigen und diesen ganzen Themen, brauchen wir eigentlich alles gar nicht mehr, wenn man diese Technologien anwenden würde. Also ich glaube, da ist ein großes Potenzial drin und deswegen darf man das immer nicht so beziehen auf nur jetzt das, was man bei den Währungen sieht und wo man wieder liest, dass irgendwo die Ethereum jetzt irgendwie Bitcoin überholt hat. Das ist nicht unbedingt das Thema, was da drunter liegt eigentlich. Ja, und was die Relevanz von dieser ganzen Technologie ausmacht. Und da glaube ich stark daran, dass da viel passieren wird.